und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Und wir wollten in einer wundervollen Stimmung hier das Ganze aufnehmen. Und dummerweise geht gerade der Mond auf. Deswegen sehe ich so ein bisschen aus, als ob ich hier so der Addams Family entsprungen bin mit meinem Make-up. Wir haben heute was ganz Tolles vor, was wir in der letzten Folge schon vorhatten und es nicht geschafft haben. Was machst du denn? Ach, du wolltest... Aber da sieht mein Make-up trotzdem irgendwie schlimm mit aus, wegen den ganzen Schatten. Geht nur gerade das Licht aus, deshalb habe ich meine Lampe gemacht. Aber die konntest du, glaube ich, nicht in einer anderen Farbvariante machen, ne? Das finde ich so schade. Das habe ich jetzt nicht probiert, ich habe gar nicht geguckt. Ja, ich meine nicht. Ich habe mich da heute schon drüber aufgeregt, privat, glaube ich. Ich sehe übrigens gerade, hier unten sind so süße Möhren dran. Hast du das mal gesehen? Mir fallen immer so diese schönen Details auf. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, weil wir nämlich jetzt das ganze Gequatsche und so schon in der letzten Folge hatten. Ja, freuen wir uns sehr drüber. Und, ja, und der Epi hat jetzt die wundervolle Aufgabe, der macht einen Teil von dem, was wir machen möchten und ich mache jetzt den anderen Teil. Das heißt, dass wir jetzt ganz weit weggucken müssen, weil, tada, hier wird kein Maisfeld entstehen übrigens, wie das jetzt hier aussieht wegen der Gerste, sondern hier wird ein Labyrinth entstehen. Und wenn ihr jemals hier auf diese Farm draufkommen solltet, werdet ihr nie wieder den Weg hinausfinden. Nein. Er landet dann im Reich des Vergessens. Genau, im Reich des Vergessens. Sind wir hier bei Teso, oder was? so, sollen wir vorne... Wir stellen vorne noch so eine Tränke hin. Wenn die Leute durstig sind, können die davon was trinken. Oder wenn sie rausgekommen sind, dann können sie da was trinken. jetzt finde ich gerade meine Deko nicht mehr. Moment, unter Zäune ist das. Wir müssen die hohen Zäune nehmen. Und die teuren nebenbei bemerkt, das sind 24 Edelsteine. Das geben wir alles nur für euch aus. Achso, jetzt wollte ich gerade schon das draußen machen. Wieso hast du da jetzt eigentlich die Scheune da reingestellt? Die hast du da hingestellt, weil du sie auf dem Weg wegstellen wolltest. Ja, ich wollte die wegstellen, aber dann stellt man die doch wieder weg. Achso, ich dachte, du hast die Marmelade da hinten jetzt auch weggestellt. Nein. Hm. Dann könnte man da vielleicht die Scheune hinstellen. Ja. Nein, ja. Okay, wir gucken jetzt mal, wir machen das so völlig ohne Plan, also mit anderen Worten völlig planungslos und völlig ahnungslos. Wie immer. Und überhaupt. Und wir müssen nur mal gucken, dass wir dann tatsächlich... Ach, stopp! Was? Ich sollte doch an jeder Seite einen Ausgang oder einen Eingang machen, ne? Ja, machen wir die? Also einmal auf jeden Fall, würde ich noch sagen. Cool, ja, entweder auf der Rückseite... Cool wäre natürlich jetzt an allen vier Ecken. Da müsste ich allerdings entsprechend bauen. Also musst du mir was sagen. Ja, wäre eigentlich ganz gut, weil sonst kommst, hast du hier nur, hast nur zwei Dinger. Also ich würde schon... Es ist ja auch im Endeffekt nur so ein kleines Labyrinth, ne, muss man jetzt dazu sagen. Muss aber gucken, dass das ziemlich genau die Hälfte ist. Ne? Du bist, glaube ich, nicht so... Doch nicht. Ja, das musst du abzählen. Das ist jetzt deine Aufgabe für draußen. Das sieht so niedlich aus. Ajo, ajo. Ich zähle jetzt hier die Dinger ab. So. Hier. Ey, das war perfekt. Ist genau die... Ja, danke, dass du mir jetzt brauchst. Ja, aber das mache ich nicht wegen dir, sondern das mache ich generell. Ja, ja. So, wir müssen nur gucken, dass wir halt immer so 2-2 haben. Das ist jetzt der Eingang, ja? Ich mache das jetzt einfach mal so frei Schnauze hier, deswegen. Das heißt... Ja, aber willst du... warte noch mal kurz. Willst du das wirklich so breit machen? Das ist doch kein Irrgarten. Das ist ja viel zu... offensichtlich. Wieso ist das offensichtlich? Ja, aber wenn weil es zu breit ist, wenn man drei oder zwei Dinger hier hat, also finde ich, also ich weiß nicht. Ja, aber es wird ja nicht... Es wird ja nicht enger, nur weil du dann da drin läufst, oder? Na doch, also, nee, also ich finde es halt, weiß ich nicht, so ist es halt, ach ja, das ist halt, da kann man ja mit drei Traktoren gleichzeitig durchfahren oder was, irgendwie.
Ja, dann wo sollen. Dann kann man hier ein Rennen machen. Ja, außen hatten wir ja gesagt, wollten wir hier vielleicht so ein paar Blümchen oder sowas machen, noch im Eingangsbereich. Also außen würde ich schon zwei machen. Meinst du innen eher kleiner? Aber dann haben wir halt viel mehr auch, ne? Der Epi ist schon komplett verschwunden da hinten. Dann müssten wir das so machen. So. Ein 10. Ach, der Epi ist schon am Rechnen. Der ist schon wieder bei seiner nächsten Aufgabe hier. Das passt ja, aber sowas nee, das sage ich jetzt nicht. Das ist nicht jugendfrei. Hallo? Man soll nicht sagen im Abendprogramm. Vormittagsprogramm. Ja, wir wissen ja gar nicht, was das für ein Programm ist, weil wir ja gar nicht wissen, wann die Leute überhaupt gucken. Ne? Genau. Ne? Hier, das können wir so breit machen zum Beispiel. Und da können wir da... das ist 2x2, ne? Ne, das ist 1. Was hätte man dann eigentlich da machen müssen? Dann machen wir das hier. So. So. Schon mal Platzhalter hier. Und da können wir es dann ja hier so machen. Und der Epi weiß weder, wovon ich rede, noch versteht er jetzt irgendetwas von dem, was ich sage. Ja, aber du hast es ja noch niemals meinen Vorschlag angenommen. Ach doch, du hast es jetzt doch schmaler gemacht. Jetzt ja, ist hallo? Irgendwie besser. Da kann man mehr tricksen mit irgendwelchen Irrwegen und so. Als ja, ich habe nur den Eingangsbereich jetzt hier halt ein bisschen breiter gelassen und den Außenbereich. Weil hier wollte ich halt, wie gesagt, noch irgendwie Blumen oder sowas noch außen machen. Und wenn man sich dann weiter ins Innere reinwagt, muss man dann halt gucken, wo man dann hinkommt sozusagen. Dann können wir da halt nur keine Deko machen, ne? Dürfen wir dann nur da verbreitern. Ja. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel gedacht, ich hoffe, dass wir überhaupt zu viel haben. Ach, das ist gar nicht so groß. Ich hatte zum Beispiel gedacht... Also wir haben schon mal über die Hälfte unserer Edelsteine, die wir gesammelt haben, schon verballert. Das ist schon mal weg. Nur zur Info. Ja, wir haben noch nicht mal wirklich was... Also entweder bauen wir beide und wir müssen dann einen kleinen Break machen zwischendurch. Also weil wir hier nicht weiterkommen. Also in der Folge kriegen wir schon mal nicht fertig. Das kann man so schon mal sagen, weil wir so viele Edelsteine nicht mehr dazu kriegen. Ich kann noch mal gucken, ob ich ein paar Fische verkaufe. Ja, Fische gehen eigentlich immer. Die müssten wir echt mal unheimlich hochsetzen. Ne? Weil privat hat ich da absolut keine Probleme mit. Ja, ja, das ist halt, du musst immer erst in den sauren Apfel beißen. Das ist halt das, was so ätzend ist. In dem Fall. Also, wenn du da schon eine Scheune hinstellst, die könnten wir ja theoretisch. Die sollte doch in die Mitte. Eine Scheune? Ja. Warum eine Scheune in die Mitte? Sag ich dir nicht. Das glaube ich. Ich will keine Wolle von dir kaufen, wir haben selber genug Wolle. Hau ab. Wolle. Wolle, Wolle kaufen. Nix Wolle, Wolle kaufen. So. Ich darf auch gar nicht so viel verkaufen, weil dann können wir die Viecher wieder nicht füttern. Das ist ein Teufelskreis. Gut, dass ich kein Bauer bin. Ja, das wäre richtig schlimm. Die ganzen also aus der Traktor Tiere. Fahren, das will ich halt perfekt immer machen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Das Feld könntest du danach verbrennen zwar, aber... Das glaube ich dann eher. Aber es sieht richtig wild aus. Ja, wir müssten wirklich mal eine Folge hier, Farmsimulator hieß das, glaube ich, machen, ne? Lieber nicht. Ich habe es ja schon angefangen. Ich habe es ja schon angefangen aufzunehmen, aber irgendwie bin ich da nie in die Gänge gekommen, mal weiter aufzunehmen hier. Kommt jetzt der neue dieses Jahr raus, der soll so Überflieger sein. Ja, habe ich schon, aber die Grafik, glaube ich, sah auch wirklich besser aus, ne? Ja, yeah, und die Möglichkeiten sollen noch mal besser sein, was du mit den Zusatzgeräten machen kannst und so weiter an dem Traktor und an, ich weiß nicht, ob sie wieder Forst auch dabei haben. Also nicht Horst, sondern Forst. Ja, ich bin gerade mal legen, war das da auch bei? Ich bin mir nicht sicher. Was
machen wir mal so. So, jetzt habe ich jetzt mal, das verstecke ich jetzt, das geht die Gameplay nie finden, weil das wird nämlich auf der Karte nicht angezeigt. Was willst du denn verstecken? Sag ich nicht. Und warum willst du das bei den Kühen verstecken? Oh ne, jetzt biegst du ab zu den Bäumen. Guck mal, wie du jetzt hier neugierig. Ich werde mich jetzt so einmal wieder rumdrehen. Du weißt nicht, was ich irgendwo wohin gemacht habe. Ja, ja. Ich war, ach so, kannst du da hinten, ja, die Richtung, wie du gerade gelaufen bist, kannst du da die Bäume mal abernten, geradeaus durch? Nein. Da sind übrigens zwei falsche drin, sehe ich gerade. Nein. Das kannst du da schön drüber sehen. Doch, das sehe ich. Die hast du da reingemacht, wenn die falsch sind. Ja, ja, genau. Steht dran, Gameplayer hat mich hier hingepflanzt. Ja, genau. Ich habe das Log überprüft. Aha. Änderungslog. Sicher. Ziemlich. Aha. Was sollte ich abflammen? Was willst du überhaupt von mir? Was soll ich denn noch abfarmen alles? Ja, irgendwas, was Edelsteine bringt. Das wäre schon mal ganz gut. Ich könnte den Weizen, kann ich jetzt mal abfarmen. Dann haben wir wieder allerdings. Ja, den du gesetzt hattest, da den einen, ne? Natürlich, du hast ja nichts gemacht. Du hast ja gelabert nur am Anfang. Ja, ja, genau. Ey, ich habe hier wichtige Infos verteilt. Ich bin hier so schön dran. Hier super tolle. Vielleicht bauen wir die ja auch nochmal um, wenn jetzt ihr nicht. Der Weizen auch voll. Achso, das ist aber der Eingangsbereich. Ah. Ah. Ah, wir haben Fehler gemacht. Ah. Du, nicht wir. Was hast du an dem Satz, ich habe einen Fehler gemacht, nicht verstanden? Ich habe wir verstanden, weil du sonst immer sagst, dass du immer rüberschiebst zu mir. Ja, wenn du Fehler machst, dann machst du Fehler. Da kann ich doch nichts für. Da habe ich aber auch normalerweise nichts mit zu tun, außer dass ich die dann ausbaden muss. Ja, ja, ja. Ich habe die Bögen, das Wichtigste, perfekt die Eingänge gemacht. Ja, genau. Die Eingänge hat er gemacht. An allen vier Ecken und Enden. Und den ganzen anderen Kram muss ich mich jetzt hier drum kümmern, weil er da keinen Bock drauf hat, sich da was auszudenken. Für Deko bist du zuständig, aber du musst hin und wieder mal auf die Karte gucken. Das ist doof, man kann ja sehen, wo man hergehen muss. Kannst du das auch ausschalten? Nee, kannst du nicht. Das ist doch doof, da braucht doch nur jeder auf die Karte gucken und sieht da, wo er hin muss. Ja, das ist ja auch nur ein kleiner Spaß, das hat doch auch nichts damit zu tun. Leute, die sich selber nicht triggern wollen in dem Sinne, die können dann so da durchlaufen. Dann gibt es Leute, die... Spaß dran haben, die können dann so da durchlaufen. Leute, die das nicht so möchten, sondern einfach nur mal so hier durchraschen möchten oder so, die können dann auch mit Karte laufen. Das ist doch kein Problem. Das ist ja, dafür ist ja Farm ebenso wie im Endeffekt ja auch Teso so gemacht, sag ich mal, ne? Weil du halt eben nicht immer irgendwie, keine Ahnung, der Schnellste sein musst oder was weiß ich was. Sondern du kannst halt eben auch gemütlich mal irgendwo durchlaufen. Aha. Ja. So, so. So. Ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich noch einen Weg reingebaut habe, der dann auch wirklich bis zur Mitte führt. Uns gehen bald die Edelsteine aus, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das liegt an dir, weil du alles verballerst. Würde ich doch nie tun. Sieht aber ziemlich cool aus, muss ich sagen. Moment, da hinten habe ich das doch auch extra noch breit gemacht. Da könnte man zum Beispiel dann auch nochmal die hinmachen. So. Dann machen wir da die Kühe rein. So. Und da, also das Gemeine ist ja wirklich, dass man hier tatsächlich nicht drüber springen kann, ne? Aua, das könnt ihr probieren, geht aber nicht. Eine Mücke würde ich jetzt mal behaupten. Weil der Epi ist nämlich öfter mal am Aua sagen und so. Und meistens, wenn er sich dabei ärgert, sind es Mücken. Nein, es war ein Ton, und dann war es auf einmal weg. Ich weiß nicht, ob du dann noch was gesagt hattest. Das war irgendwie, es hat nur geschreppelt und dann warst du weg. Im Discord jetzt, oder was meinst du? Mhm.
So, jetzt habe ich für 20 Äpfel habe ich jetzt ein Glas bekommen. Jetzt muss ich mal Äpfel rein tun. Jetzt hat er wieder 20 Äpfel reingemacht. Aha. Das muss man jetzt nicht verstehen. Ach, du redest von dem... Ach, sag das doch. Ich bin hier gerade gedanklich bei dem Labyrinth und alles. Und ich denke, was will der jetzt von mir? Wovon redet der jetzt? Ich muss erstmal gucken, dass ich die Mitte jetzt erstmal ein bisschen... Jetzt hier in der Mitte erstmal so ein Gebäude gesetzt. Aber irgendwie die Mitte fertig gemacht. Dann wäre das viel einfacher gewesen. Müssen wir auch mal so Bänke hinsetzen, ne? Für die alten Leute, die ja nicht so direkt durchlaufen können. Die alten Gameplayerinnen sind. Ja, ja, ist klar. Wieso hast du eigentlich die Schweine hier so hingestellt, dass du dir mit dem Hintern dich anlächeln, wenn du da reingehst? Das ist unhöflich. Ja, weil man von innen das doch sieht. Nee. Ja, du musst dir vorstellen, dass die eigentlich ganz hoch sind, die Wände. Jetzt, ich kann es halt nicht höher machen, da kann ich doch nichts für. Das ist ungefähr die Mitte. Das ist doch hier das Ganze. Hallo? Also der. So, pass auf. So. Die Frage ist. Du kannst hier noch einen Bogen hinmachen. Das ist ein Versetzt, das ist nicht die Mitte, dieser Brunnen ist nicht in der Mitte, wollte ich Ihnen sagen. Alter, der Brunnen soll ja auch nicht in der Mitte sein, das Ganze ist die Mitte. schon wird der hier wieder klugscheißerig, ne? Merkt ihr das? Hat nichts getan, außer das Drumherum so ein bisschen zu machen. Ich hab dir deine Grenzen aufgezeigt. Das ist doch unwichtig. Aufreißen. Ich hab dir deine Grenzen aufgezeigt, das ist nicht überhaupt. Ja, ja. Und habt ihr dann auch Freiräume gelassen, indem du dich in diesen Grenzen frei entwickeln kannst? Zuckerbrot und Peitsche nennt man sowas. Und du hast immer noch 4 Fluchtmöglichkeiten. 4 Fluchtmöglichkeiten? Nee, wir haben 2 Fluchtmöglichkeiten. Ah, 4. Weil du das nicht von jeder Seite aus hier erreichen kannst. Oder meinst du jetzt ja, außen? Aber was? Außen kommst du erstmal. So. Ja, ja, außen ist klar. Welche sind denn hier besonders schön? Warte mal, nehmen wir die. So. Und in Kombination mit dem Gelben. Muss ja auch ein bisschen schön sein hier in der Mitte, ne? Nein! Ach, das wollte ich doch gar nicht haben. So. Was läufst denn du da draußen jetzt wieder rum, statt mich hier tatkräftig zu unterstützen? Habe ich gesehen. Oder bist du jetzt das Labyrinth am Testen? Nein. Nein. Ich hoffe. Oh, guck mal, kommt perfekt hin hier. Und Gelb noch dazwischen. Und wenn die dann so richtig schön blühen, ist nur mit dem Brunnen. Achso, ich habe einen vergessen. Ich hätte halt so einen schönen großen Viererbrunnen hier reingesetzt, weißt du? Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, da kriegen wir auch noch was in der Richtung. Hm. Das steht ja so kann das nicht im Raum. Ihn nicht hinstellen als Na, die Bänke kümmert tatsächlich nur am Anfang, weil ich hatte ja gesagt, dass ich die gerne machen wir sie mal hier hin. Dass ich die gerne reingesetzt hätte, aber das Problem ist, die hängen halt so mittendrin, so ganz blöd. Und hier war... Da fehlte nur noch rote. Hä, aber die fehlte doch eben gar nicht. Die war doch eben da, oder? Bin ich jetzt ganz doof? Moment, wo ist jetzt der... Da ist der Eingang gewesen.
Na gut. Nee, so. So. Mittig können wir ja mal gucken, was wir da später mal hinmachen, ne? Also, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so bleiben. Guck mal. Wenn da mal richtig schöne Deko kommt. Ja, begrüßt die, wenn die reinkommen. Du hast jetzt nicht ernsthaft eine Vogelscheuche, damit da bloß keiner reingeht, reingemacht. Nee, da, nee, die zeigt rechts oder links, kann man probieren. Oh Gott. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier. Das noch zumachen. Oh, ich habe bald keine Edelsteine mehr. Ich habe bald keine Edelsteine mehr. Hilfe! Ich brauche Nachschub. So. So. Wie gesagt, das ist jetzt auch nichts unheimlich Kompliziertes oder so, ne? Es ist einfach nur was ein bisschen schön aussieht, wenn man so auf die Farm kommt. Also soll zumindest schön aussehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht, ob das eine gute Idee ist, ob das ja soweit für euch gut aussieht und so, ob ihr da was anders gemacht hättet, vielleicht ein bisschen mehr Deko oder so. Ich meine, im Moment können wir jetzt leider nicht so viel Deko reinmachen, weil der EP jetzt gerade überhaupt keinen Nachschub holt. Und ich ja irgendwie viel zu viel gerade an Steinen verbrauche für alles, was ich hier mache. Wie immer. Das ist halt ein bisschen doof jetzt, aber naja, was willst du machen? So. So. Ich muss jetzt erstmal die lila Karotte setzen. Jetzt ist sie hier komplett andere Sachen am Machen. Jetzt ist sie hier gar nicht für Nachschub am Sorgen. Ich glaube, Takt. Ja doch, ich mache die Dinger da. 200, was hast du denn da gemacht? Ich habe Fische abgefarmt. Jetzt ist alles weg gleich. Was habe ich gemacht? Wo? Wie? Moment, mache ich das mal hier. Du hast, ey, deine wichtigste Aufgabe und du hast den Bogen hier nicht gemacht. Also, ich glaube, ich muss den Epi feuern. Also, das geht gar nicht. Nee. Mach mal. Das geht gar nicht. Machen wir hier den Bereich ein bisschen breiter. Wer hat denn jetzt hier auf einmal den Holzstamm hingelegt? Der lag da schon, der ist ja gewachsen. Aha. Was denn der neueste Baum ist? Ein Querbaum. Okay, ich habe keine Edelsteine mehr. Wir müssen jetzt hier leider erstmal einen kleinen Cut machen. Mal gucken, ob wir das jetzt noch hinkriegen auf die Schnelle, dass wir so ein bisschen noch was machen können. Dann würde ich nämlich gleich noch den Rest eben mit euch machen. Bis gleich. Du hast doch 324. Ja, aber du besorgst ja keine neuen mehr hier. Die könnte ich jetzt eventuell noch... Du hast sogar 604. Was erzählst du denn da? 580. Was erzählst du mir denn hier? 677. Tö. So, mach das zu. Dann können wir hier natürlich noch ein bisschen was dran arbeiten. Die Frage ist jetzt, es wäre eigentlich doof, wenn wir das jetzt hier so komplett offen lassen würden. Da käme man ja jetzt aktuell noch rum. Also kann man das hier theoretisch zumachen.
hier so ein bisschen. Jetzt haben wir sogar 1000. Was erzählst du? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dich nicht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. So, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler gemacht. Moment, da kann man jetzt hier durch. Da kann man auf jeden Fall noch durch und da kann man durch. Das ist ja einfach. Ich bin schon in der Mitte da. Du hast dir gemerkt, wie du laufen kannst. Gib's doch zu. So, hier ist alles soweit zu. Das machen wir hier auch. Du kannst ja auch mal ein bisschen was für dein Geld tun, ne? Ich besorge die Diamanten die ganze Zeit. Die ganze Zeit, weißt du? Ich habe gerade mal 600 jetzt aktuell zum Benutzen. Die ganze Zeit, sagt er, weißt du? Ey, ich habe hier nichts zum Arbeiten, gar nichts. Moment, das müssen wir noch. So, dann können wir hier noch eine Bank reinmachen. Vielleicht so ein bisschen. So. Ja, so langsam fängt der EP wieder an zu arbeiten hier. So, das. Du hast die Läden alle nicht richtig ausgebaut. Wieso ich? Hallo, ist das unsere Farm? Bei ich kann die nicht starten, sonst hätte ich die schon so gut gepusht, das glaubst du gar nicht. Wenn ich die starten könnte. Ja, das finde ich auch schade, dass man da nicht, wenn man nicht, also wenn der andere nicht online ist, dass man da nicht reinkommt. Also das hätte ich besser gefunden, zum Beispiel, wenn man diesen Code hätte, dass man das damit vielleicht irgendwie machen kann, weißt du? Dass man jemanden Code geben kann und dann sagen kann, für 30 hier, Tage. Ja, von mir aus. Also nach dem Motto, hier, da kommst du mit rein. So. Müssen wir aber noch ein bisschen dekorieren. Ich glaube aber, sonst habe ich soweit eigentlich alles. Mal jetzt hier noch so ein paar Dekorationen reinsetzen. Dafür brauchen wir natürlich jetzt auch wieder Edelsteine. Und danach, wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir uns endlich darauf konzentrieren, auch die Edelsteine mal für was anderes zu benutzen. Was wir ja schon die ganze Zeit machen wollten, nämlich wieder Erweiterungen machen. Die Frage ist... machen wir das hier? Zack. Schleichwerbung. Haben wir sonst noch was anderes? Nee, dann lassen wir das so. Okay. Gut. Was hätten wir denn hier? Wir könnten theoretisch aber vielleicht auch ein paar Fische oder sowas da reinmachen, oder? So. Das ist total einfach gemacht, dieses Ding hier. Ich bin ja wieder in der Mitte. Boah, ich hab dir da extra Stolpersteine reingemacht. Du kleiner, mieser... Oh, Mann. Du kleiner, mieser Ochmann. Genau. So, da nochmal so ein Baumstamm. So. Dass man da halt überall so ein bisschen was finden kann, weißt du? Wenn man mal so falsch läuft zum Beispiel, dass man da nicht traurig sein muss, sondern dass man dann irgendwo hinkommt, wo man sich sagt, oh, das ist aber schön hier. Nein, das ist zu auffällig. Die sind alle so hoch, ne? So, kann man sich nochmal hinsetzen.
vielen Blumen so beim Wachsen zusehen und so. Ach, da haben wir. Ah, nehmen wir mal die. Ich glaube, die passen optisch ganz gut. So. So, Epi steht hier dumm rum. Ich dachte, der hilft dir mal so ein bisschen. Sowas zum Beispiel, das kann man auch hier reinstellen. So, zack. Bist jetzt hier die Wege am Testen? Ja, bist jetzt hinter meinem Rücken, bist du wieder alles am Umstellen? Also ich habe, also den einen habe ich schon mal zugemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen hast du jetzt hier, aber... Ja, der, also der kommst du nicht mehr da zu dem, von der Seite kommt man nicht mehr hier rein. Ja, wieso hast du da nicht hinten zugemacht? Nein, weil ich, man soll ja erst bis ganz hier vorne und dann merken, scheiße, jetzt komme ich da doch nicht hin. Siehst du? Ja, ich stehe jetzt im Wasser, ich sehe hier gerade gar nichts. Also hier kommt man noch durch, aber das hätte ich jetzt eigentlich auch, weiß ich nicht, ob man da durchgehen soll oder. Also wenn ihr keine Lust mehr da drauf habt nachher, weil ihr immer wieder falsch lauft, dann ist der Epi das schuld, ne? Das ist euch jetzt klar. Nein. So. Hier können wir auch nochmal schöne Blümchen hinmachen. Oh, der. Nee, Moment, die anderen. Den Mond. Der Mond ist schön. Nehmen wir den doch. Und dann machen wir. Oder? Oh, mit die Kombination. Das habe ich gehört, dass du da irgendwas Großes hingesetzt hast. Ich doch nicht. Wieso hast du... Ich habe auch zuerst mit dem Gedanken gespielt, aber dann sieht ja jeder den Werkzeugschuppen, deswegen... Aber dann denkt er, da ist was Besonderes und in Wirklichkeit ist da nur eine Bank, wo man sich aussuchen kann. Ja, super. Dann sind die voll enttäuscht hier. So, weißt du was? Guck mal. Stell die mal daneben hin, wenn ich jetzt so mache. Guck mal, kannst du von trinken. Immer das wenn ich drücke. Klasse. Ne? Das finde ich total cool. Immer wenn ich drücke, dann kannst du so einen Mund runterhalten und kannst trinken. Und wenn du mir irgendwann doof kommst, dann nehme ich einfach deine Haare, da vorne die Strähne und dann packe ich dich ins Wasser rein. Mhm. Aber hier ist so leer, da muss man was hin. Ja, deswegen habe ich ja schon hier die Wassertränke hingemacht. Wir haben hier keinen, nee, Schuppen zu zweit nicht. Hühnerstall ist auch doof hier drin, oder? Ein Heuding mit so einer Mistgabel, dass man sich abstechen kann? Nee, dann lieber so eins, oder? So? Hm. Oder soll ich das woanders hinsetzen? Nee, kannst du machen. Du kannst das mit der Heugabel, das kannst du vielleicht dann, nee, aber das ist so groß, ne? Ich weiß es nicht. Das ist... So. Ja, die Heugabel ist halt ziemlich hoch, ne? Sieht aus wie so eine Antenne. Nicht schlimm. Ach so, wir haben jetzt gar keine Edelsteine mehr. Und kein Licht. So. Na gut, dann würde ich sagen, wir sind zwar noch nicht so ganz fertig, aber wir können dann ja in der nächsten Folge vielleicht mal das komplett fertige Ergebnis zeigen, weil es jetzt doch sehr, sehr lange wird und wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde auch schon wieder aufgenommen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist hier draußen den Teil noch so ein bisschen mit Blumen und ja, vielleicht auch Wasser oder sowas noch bestücken, muss ich mal schauen. Und ja, drinnen die Sachen müssen wir mal gucken. Also da brauchen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Edelsteine für. Ein paar hat der Epi jetzt gerade wieder besorgt.
ein paar, fast 500, hallo? Du hast aber auch hoffentlich geguckt, dass du auch tatsächlich noch dahin kommst, ne? Wie dahin, hä? Ja, weil du, wenn du zumachst, dann musst du natürlich gucken, dass auf jeden Fall noch ein Weg da entlang führt, der auch wirklich dahin geht, ne? Ja, ja, das ist mir schon klar. Hier müssten wir aber irgendwo... Warte mal, einmal muss ich hier auf jeden Fall noch zumachen. Bevor wir uns jetzt hier verabschieden, weil... Soll ja, wie du meintest, auch nicht zu einfach sein. Wobei ich immer noch finde, mehrere Wege sind natürlich ganz gut. Ja. So, jetzt kommt der Epi hier nicht mehr durch. Aber das hier ist total einfach. Hier gehst du einfach hier auf der Seite rein, gehst hier durch, machst hier schwupp, machst du den und schwupps da rum und schwupps hier bis in der Mitte. Ja. Und? Dann sitzt hier und picknickst. Und? Und? Machen wir das hier noch zu, dann kannst du das eine Schwupps kannst du dann schon mal nicht mehr machen. Und da kannst du dann ja zum Wasser hinkommen, das ist ja okay. Und das andere Schwupps kannst du auch nicht mehr machen. So. Ist das für dich angenehmer jetzt? Nö, natürlich ist es für den EP nicht angenehmer. Na gut, dann laufe ich hier mal eben in die Mitte, weil das hier so gerade so ein schönes Bild ist. Und würde sagen, jetzt hat er hier Mist hingelegt. Was macht der denn? Warum müssen die Enten jetzt hier, die fressen uns doch die ganzen Sachen hier vom Tisch weg. Nein, die müssen ein paar Enten sein. Oh mein Gott. Der Epi und seine verworrenen Gedanken. Na gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall erstmal für heute. Und ich habe ihm schon ein Würstchen darauf gesteckt, hier rechts von mir. Und das wird der Epi jetzt gleich erstmal essen. Ich mag Würstchen ja nicht so. Sie hat mein Würstchen aufgesteckt, habe ich jetzt verstanden. Aua. Das wäre aber sehr gebogen. Das wäre fast so lang wie dein Bein nebenbei bemerkt. Also ich glaube, da hättest du ein leichtes Problem. Was ist das für ein Würstchen? Das ist ein Croissant, was du sagst. Das ist ein Hufeisenwürstchen. So nennt man die. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Und vielleicht wollt ihr sowas bei euch auf der Farm auch mal machen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr Lust darauf hättet, dass ich dann vielleicht irgendwann mal vorbeikomme und das Ganze mal aufnehme. Wenn ihr denkt, dass eure Farm soweit gut aussieht. Ich nehme auch gerne Farmen auf, die zum Teil... super gebaut sind, weil wir wissen ja alle, selbst wenn man die Farm jetzt schon komplett freigeschaltet hat, man weiß halt noch nicht so genau, was man alles stellen soll. Und dann wiederholen sich natürlich Dinge und so weiter. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ihr da jetzt einen Teil zum Beispiel gar nicht gebaut habt oder so. Es ist immer wieder toll, wenn man dann sieht, was die Leute für Ideen haben und was man vielleicht selber auch mal umsetzen möchte. Und ja, ich kann nur sagen, ich biete meinen Channel da gerne an. Wenn ihr das möchtet, wir können alles machen, ihr könnt gerne mit dabei sein, ihr könnt mit drauf quatschen, ihr könnt euch komplett raushalten. Also braucht ihr nur vorher abzusprechen und ja, dann machen wir das einfach so, wie ihr das haben möchtet. Der Epi ist der Einzige, den ich dazu zwinge, immer wieder mit mir quasi hier was aufzunehmen. Ne? Guck mal, die Ente ist gerade wach geworden. Ja, und es ist Winter. Sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Wir müssen gucken, dass die Enten nicht frieren. Ciao. Ciao. Die andere ist auch wach. Wir haben auch schon gequackt. Die geiern die ganze Zeit auf die Croissants dahinter. Oder auf das Würstchen. Ich glaube, die eine ist so hypnotisiert von dem Würstchen hier vorne. Nee, auf der Blume. Guck mal, jetzt fressen sie was. Nee, lecker Würstchen. Ich will Würstchen. Würstchen! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.